Exultate justi in Domino, et os decet coloratio. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Heidelberger Ausbildung liegt in der Chorleitung, und zwar in all ihren Facetten. In diesem Bereich bieten wir unseren Studierenden vielfältige Möglichkeiten. Dazu gehören Chor- und Orchesterkonzerte unter Leitung von Studierenden. Sie finden circa dreimal pro Semester statt. Das Besondere, dabei liegt auch die Organisation, das heißt die Probenplanung, die Werbung und so weiter, wie im späteren Beruf auch, in der Hand der jeweiligen Studierenden. Dirigieren sollte man studieren, ja, unbedingt, weil Dirigieren nicht ganz so einfach ist und man unbedingt Anleitung braucht und Techniken braucht und wissen muss, wie man Stücke angehen muss, ja. Hier erstmal ganz am Anfang, wie dirigiere ich überhaupt? Also, wie muss ich meine Hand bewegen oder meinen Arm oder meinen Körper, damit der Chor dann so singt, wie ich meine Hände bewege? Die Aufgabe beim Dirigieren ist sehr unterschiedlich. Einerseits muss man natürlich den Chor irgendwie zusammenhalten oder das Orchester irgendwie zusammenhalten. Das ist also, der Dirigent ist sozusagen die Nahtstelle der ganzen Aufführenden, dann hat man natürlich als Dirigent auch die musikalische Vorstellung von dem Stück zu vermitteln, dass das Orchester oder der Chor, die dir dann wirklich die Musik machen, eben so musizieren, wie man es selber will. Und das tut man als Dirigent am besten rüberbringen, indem man es durch die Gesten, die man eben dann im Dirigierunterricht lernt, anzeigt. Wir haben es hier mit der Matthäus-Passion von Bach zu tun, einem doppelchörigen Werk. Wir stellen uns die beiden Chöre so vor, dass der erste hier ist, der zweite dort. Sehr wichtig beim Dirigieren ist, dass Sie die beiden Chorgruppen rechtzeitig anschauen. Also ich lerne im Moment gerade die Basissachen, die eben Grundfiguren, wie steht man vor einem Chor, habe aber trotzdem auch schon im ersten Semester zwei Proben, Chorübzeiten sozusagen. Wir haben ja einen extra Probenchor, wo die Studierenden ausprobieren können, wie man mit einem Chor probt. Das fängt bei mir auch jetzt schon im ersten Semester an. Dann haben wir in den höheren Semestern die Proben im Hochschulchor für Aufführungen, eben für Vespern, also für Abendgottesdienste oder Abendmusiken. Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Chorleitungsarbeit besteht darin, dass die Studierenden mit Chören der Region in Kontakt kommen. Hier proben sie unter dozentischer Anleitung, wie sie mit Chören, die ihnen vorher noch nicht bekannt sind, umgehen können. Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschensohn wird überantwortet werden. Das Studium hier an der Hochschule ist grundsätzlich sehr praxisnah und vor allem in Chorleitung lernt man eigentlich hier alles, was man später im echten Leben braucht.